Hallo zusammen und willkommen zurück hier in der Zombie-Apokalypse bei Let's Play 7 Days to Die an Tag 14. Ja, es wird Abend, 18.46 Uhr und die Feralhorde haben wir beim letzten Mal überstanden von Tag 14. Ja, die ist ja ein bisschen früh gekommen, ne? Also die kam ja unter Tag schon, es ist ziemlich rund und munter hier zugegangen und ich bin richtig froh, dass diese Horde auch unter Tag da war, weil ansonsten hätten wir echt ein Problem gehabt. Ja, wir haben es gepackt, wir haben es überlebt, unsere Hütte steht noch. Und wir hatten eigentlich nur ein paar klitzekleine Schäden, die haben wir soweit ausgebessert. Es ist nichts zu Bruch gegangen, das ist auch schon mal wichtig, wir sind nicht gestorben. Allerdings haben unsere Munitionsvorräte doch sehr, ja, sehr gelitten, nennen wir es mal so. Also wir brauchen ganz dringend Brass, sprich Messing. Und ja, das lootet man am besten in, also mit, beziehungsweise über Zombies. Und ja, ich bin mal gespannt. Unser nächster Ausflug wird mit Sicherheit sehr brass-intensiv werden. Aber gut. So. Ja, ich wollte ja beim letzten Mal hier mit unserem Dach anfangen und ausführen, wie ich es denn am besten mache. Ob ich hier in der Mitte offen lasse oder nicht, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig wegen der Statik. Ich fürchte, das wird nicht ganz funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich fürchte, da werden wir ein kleines Problem kriegen. Aber gut, so. Wir probieren es einfach mal. So, haben wir natürlich verkehrt rumgesetzt. Das passt. Ja, war ich zu schnell. Komm. 1, 2, 3. Und so, okay. Das wird richtig hoch dann, wenn ich das so mache. Da muss ich irgendwie in den Stützbalken einziehen. Ich überlege gerade, ob ich mir die Decke hier spare. Nur hier mit Stützen an der Seite arbeite. Ich glaube, das fällt uns zusammen. Das fällt uns zusammen, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, Freunde. Da bin ich mir todsicher, dass das nicht klappt. Man könnte alternativ. Ja, nee, das bringt auch nichts. Einen zusätzlichen Stock. Nee, das. Vergesst es. Ich habe bloß wieder laut gedacht. Das bringt gar nichts. Eins, zwei, so. Da wäre quasi zu. Wie würde denn das von da unten ausschauen? Ja, das ist schon verdammt hoch. Nee, da brauche ich einen Stützbalken. Da muss ich diese Decke hier einziehen. Ich habe mir gedacht, ob ich die Decke hier vielleicht rauslassen kann. Aber ey, das reicht nicht. Das fällt uns zusammen. Das wird uns sowas von zusammenknallen, wenn ich diese Decke hier rausnehme. Nee, das ist es nicht wert. Das ist es nicht. Oh, halt, jetzt habe ich hier wieder. Habe ich mir wieder den Weg verbaut. Das wird nicht funktionieren. Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm. Diese Formulei hier mit den Woodframes, das ist. Oh. Ja, manchmal ist es echt schwierig. Oh, okay. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Das passt. So. Zwei. Ja, ich mache jetzt hier zu. Ich mache jetzt hier zu. Das ist mir zu riskant. Also ich mache hier zu. Allerdings werde ich das jetzt nicht doppelt verstärken. Ich denke, einfache Decke reicht hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier Zombies hochkommen, ist sehr gering. Möchte ich mal vorsichtig behaupten. Da lehne ich mir einfach mal aus dem Fenster und sage, das ist sehr gering. Das sollte kein Problem sein. Deswegen machen wir hier zu. So. Hopp. Muss ich bloß aufpassen, dass ich mich nicht verbaue. Dass ich dann am Ende nicht mehr hinkomme.
Und das, was ich aufwerten möchte, das wäre dann äußerst peinlich. So, jetzt muss ich wieder außen rumrennen. Na, das ist... Beziehungsweise, Moment, ich könnte ja hier... Fällt mir gerade ein. Eins. Könnten wir ja hier den Aufgang machen. Also, passt. Läuft. Dann machen wir hier oben auch mal zu. Wobei, ich glaube, das Dach werde ich zweimal aufwerten. Da passt jetzt diese Schindeloptik natürlich. Ne? Das sieht dann wirklich wie so ein Schindeldach aus. Okay, das kann ich, diese Reihe da drunter kann ich von innen zumachen. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Das passt natürlich, ne? Das passt ja sehr gut. Hat irgendjemand was gemeint? Nee, gell? Kein Zombie da, okay. Oh mein Gott, jetzt habe ich ja wieder tolle Beleuchtung da und das hilft natürlich extremst. So, den Dachbalken hier. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch großartig was seht. Wahrscheinlich nicht mehr. Allzu viel werdet ihr nicht mehr sehen. Ah, ich habe ja die Lampe, fällt mir gerade ein. Dass ich das immer wieder vergiss. So eine Stirnlampe ist wirklich ein sehr wichtiges Instrument hier in Seven Days to Die. Zumindest wenn man in der Nacht nicht irgendwo sicher sitzen will und sich nicht rührt und keinen Mucks von sich gibt. Was mit Sicherheit im früheren Spielverlauf auch empfohlen ist. Ne? Also da macht euch keine Illusionen. Das ist keine Feigheit, wenn man sich vor den Zombies in der Nacht versteckt. Ganz im Gegenteil, das hat nichts mit feig zu tun, sondern es ist einfach ein taktisches Mittel, ne? Weil ich meine, gerade am Anfang da, wenn du jetzt nicht eine relativ sichere Hütte hast, so wie wir hier, da kannst du dir das nicht erlauben, Aufmerksamkeit zu erringen. Also denk an unsere alte Hütte, wenn wir da mordsmäßig Lärm gemacht hätten. Ja, die hätten uns aber mal sauber rausgekloppt. Die hätten uns die Hütte auseinandergenommen und dann hätten wir blöd mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. So, das wollte natürlich keiner, ne? Das ist schon auch klar. Ach komm, wir machen doch doppelt. Ich meine, die Schrägen sind auch doppelt, das sieht ansonsten blöd aus. Also hier die Seiten machen wir doppelt. Passt. Ich meine, klar könnte man hier jetzt einen Dachboden ausbauen, aber wozu? Mal ganz ehrlich, wozu soll ich das machen? Das kann ich mir sparen. Aber sowas von kann ich mir das sparen. So, jetzt machen wir hier auch zu. Eins, zwei, weil wir kommen ja jetzt hier an der Seite hoch. Ist ja kein Problem. Hopp und hopp. Wie wir hier zumachen, das haben wir noch gerade überlegt, gell? Nee. Wie machen wir denn hier zu? Das mache ich fast auch. Oh, dieses blöde Frame-Dreh-Dich-Spielchen hier, das ist schon... Naja. Also. Ich habe gedacht, ich hätte schon eine Zombie-Horde gehört. Nee, ist nicht. Okay, gut. Wie sieht denn das von außen aus eigentlich? Ich bin jetzt mal mutig. Ist ja kein Zombie da, ne? Moment. Sonst muss ich halt ein bisschen laufen. Lauf um dein Leben, Forrest. Oh, ich müsste mal wieder was essen, wenn ich mir das so anschaue. Aber Zombies kommen im Moment nicht. Ja, okay. Ja, mein Gott. Das Dach ist... Ja, ich hätte auch ein Flachdach machen können, aber ich weiß auch nicht. Das hätte irgendwie komisch ausgeschaut, oder? Ja. Ja, doch. Ist okay. Kann man lassen. Passt schon. Ist in Ordnung. So, mal auf die Tür. Haben wir eigentlich die Streben hier was abgekriegt? Nee, nicht, gell? Okay. Habe ich nämlich noch gar nicht geschaut. So. Dann sollten wir vielleicht mal ganz dringend was essen. Das wäre gar nicht so schlecht. Haben wir uns verdient. Wir haben uns ja auch gut verausgabt beim letzten Mal. Also, dann haben wir uns mal
gekochtes Fleisch rein. Lecker Wildbraten. Wenn wir noch ein Schlückchen trinken. So, wo ist denn da ist unser Tee? Waren wir auch schon wieder durstig, ne? Ist höchste Eisenbahn geworden, dass wir da was trinken. So, aber ich sehe gerade, ich könnte eigentlich mal wieder ein bisschen Hitze produzieren. So. Das passt. Die Kiste läuft, also werden wieder mal ein paar Gläser produziert. Ich höre schon wieder Bienen. Wollt ihr mich verarschen? Kommt jetzt nochmal eine Feralhorde, dann schreie ich aber. Wenn jetzt nochmal eine Feralhorde kommt, dann dreht's durch. Ey, mir wird jetzt gerade ein bisschen anders. Scheiße, tatsächlich! Oh, fuck! Alter! Das ist nicht euer Ernst! Da kommt nochmal eine Feralhorde! Alter Verwalter! Ich glaub's nicht! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Auch noch in der Nacht, verstehst? Auch noch in der Nacht. Ey, komm. LOL! LOL! Die reißen mir die Hütte ein. Die reißen mir die Hütte ein. Oh Scheiße, ich muss mal ganz dringend reparieren. Nein! Oh Freunde! Oh, Freunde. Ist das schwierig. Boah, ist das schwierig. Nein. Die machen keinen Spaß. Die machen keinen Spaß. Die hauen mir die Hütte hier zu Klump. Alter Verwalter, ey. Ich. Boah. Boah. Oh, 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 oh. Houston has got a serious problem. Ich brauche die Munition. Ich brauche die Munition. So, okay. Der erste Block hier ist kaputt. Wo kommen diese Jungs her? Wo kommen diese Jungs her? Habe ich echt ein ernstes Problem, ein ganz ernstes Problem habe ich jetzt. Alter Verwalter, ey. Scheiße, was mache ich jetzt? Irgendjemand Vorschläge vielleicht? Gott. Ja. Was habe ich gesagt? Unsere Hütte ist sicher, oder? Mhm. Jetzt versteht er auch, was ich gemeint habe. Hoffentlich kommen die nicht nachts. Ich kann jetzt eigentlich bloß reparieren und hoffen, dass ich das so schnell wie möglich erledigt krieg hier. Die machen uns die Kiste kaputt. Und die scheiß Hunde hier machen es natürlich nicht besser, ne? Boah, ist das heftig. Ist das heftig.
wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Harakiri. Oh, nein! Fuck! Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, oh. Vor allem irgendwann ist die Ausdauer beim Teufel. Irgendwann ist die Ausdauer beim Teufel. Jetzt hänge ich an dem scheiß Baum fest, ich glaube, ich bin. Lauf, Junge! Boah, ist das schwierig. Ist das schwierig, Freunde. Mir wird gleich richtig anders, so echt. Trick Spiders. Jetzt schnell rein und Türe auf, Türe zu. Türe auf, Türe zu. Geht zu, jawohl. Alter. Boah. Zumindest mal ein bisschen Hunde losgebracht hier, ne? So, und die Pistolen sind ziemlich am Ende. Ich brauche die Waffenkiste. Komm, gib mir das Zeug hier. Wenn die mir die Döte zerkloppen, dann ist es schwierig. Oh, oh. Schaut euch das an, ey. Bitte, bitte, lieber Gott, ey, was ist denn hier los? Für euch ist das mit Sicherheit total lustig und interessant. Mir geht ja gerade richtig die Düse, aber sowas von... Mir geht ja gerade richtig die Düse. So, Freunde, jetzt aber. So, jetzt sind sie langsam, jetzt rennen sie nicht mehr. Das wäre geschafft. Okay, Freunde, jetzt machen wir wieder Harakiri. Ja, hopp. Jetzt könnt ihr ruhig kommen, Freunde. Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt ist mir egal. Jetzt kommt nur. So. Jetzt ist kein Thema mehr. Alter Verwalter, doch echt, was war das denn? Eine zweite Feralhorde, zwei Feralhorden an einem Dach. Ja, das ist leider vorbei, ihr Spuck. Das tut mir echt leid. Ah! Und ich habe gedacht, ich kann mich hier um mein Dach kümmern. Ja, von wegen! Diese Scheißhornisse, ja, regt mich halt auf. Stirb! Boah, Freunde. Oh, ich habe keine Munition mehr. Schwierig. Boah, das war knapp. Jetzt habe ich den fast nicht gesehen, den Schlumpf. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn hier bitte los, Freunde? Was ist denn hier los auf einmal? Komm. Hast du Brass dabei? Jawohl. Hat Brass dabei. Okay. Hat auch Brass dabei. Ui. Ja, die nächste Hornisse. Komm bloß her, du. Drecksvieh. Alter Vater, ey. Aber den Zombies scheint's nichts auszumachen.
Wieso kann ich diese blöde Hornisse nicht mit dem Pfeil töten? Okay, die wäre erledigt. Boah. Ja, ihr lacht euch wahrscheinlich eins und denkt euch, mein Gott, was soll er denn versorgen? Oh. Ja, Freunde, also... Das war jetzt ein Erlebnis. Das ist jetzt für mich auch Premiere. Also, dass ich hier wirklich mal zwei Feralorden an einem Dach hatte. Oh, geht's noch? Das tut man doch nicht, Mensch. Komm, Brass. Wir brauchen Brass. Ja. Wir brauchen Brass. Und jetzt Schmerzmittel Brass brauchen wir. Au! Alter! Das meine ich, die Cops sind extrem gefährlich. Also da müsst ihr echt aufpassen. Wenn die neben euch hochgehen, dann seid ihr in der Regel sehr stark angeschlagen und mit schlechter Rüstung oder nicht voller HP seid ihr dann tot. Dann hat sich das, dann ist da ziemlich schnell Feierabend. Wir haben es gepackt. Wir haben zwei Feralhorden überlebt und das mit nicht wirklich optimaler Ausrüstung. Großes Kino, Freunde. Respekt. Aber die, also die haben unsere Hütte mal ganz schön eingeheizt. Das war heftig. Das war heftig. Definitiv. Brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag, also. Boah, ich muss doch die blöde Hornisse treffen, komm. Ich treffe die Hornisse nicht, ich glaub's nicht. Oh, dann kannst du mich auch gern haben. Da, du leidest dafür. Ah, die lassen sich so schlecht looten, diese Crawler. Hier höre ich doch Schritte. Da habe ich mir gedacht, da ist doch noch einer. Hat sich durchs Blumenbeet. Durchs Blumenbeet hat er sich geschlichen. Ah! Drecksvieh ich doch echt. Na also. Gib mir deinen Saft. Dankeschön, zweimal Honig, das ist in Ordnung. Junger Vater doch echt. Hat nichts dabei. Dankeschön. Boah, Leute. Ich wollte doch bloß mein Dach machen. Oh, schaut euch das an. Die haben uns jetzt echt mal fast zerstört, die Jungs. Also das war jetzt grenzwertig. Aber seht ihr mal, was der Unterschied ist? Ob die am Tag kommen oder in der Nacht? Das ist mal massiv, dieser Unterschied. Das lebe der kleine Unterschied, ja, aber sowas von. Und die haben sich ja überhaupt nicht auf unsere Spikes eingelassen. Jetzt sind die natürlich auch noch von der falschen Seite gekommen, hier von unserer Seite mit der Haustüre. Und das war jetzt echt übel. Das war jetzt echt mal übel, heftigst. Und dann kam noch dazu, dass ich natürlich auch noch alleine war. Also ich glaube, wenn man da zu zweit ist im Multiplayer, dann hat man einfach andere Möglichkeiten, ne? Aber wenn die jetzt hier an der Seite gekommen wären, hätten die Spikes ziemlich viel kaputt gemacht. Aber so haben die Spikes nicht wirklich gut funktioniert. Das ist ja auch logisch, ne? Wenn die alle hier vorne stehen und auf die Türe einprügeln. Mal ganz ehrlich, ein Wunder, dass diese Hütte hier noch steht. Aber hallo. Aber hallo. So. Ah, es braucht zwei. Okay, Mist. Das ist ja blöd. Da haben wir mal ein bisschen Brass. Ein bisschen Brass. Gläser sind fertig, ja. Die brauche ich jetzt natürlich, die Gläser, ne? Dem wird's viel gebracht, die Gläser. Eieiei. Leute, Leute da. Da kriege ich noch Scrap Iron, also dann wehrt mir hier wieder auf. Was sie uns da kaputt gekloppt haben. Tja, staying alive, sage ich da bloß. Staying alive. So, das kommt dahin. Ich bin jetzt echt, also, das hat mir jetzt schon ein bisschen nervös gemacht. Und unseren Clawhammer sollten wir auch mal ganz dringend wieder reparieren, glaube ich.
So, wir haben ja unten noch Metallstreifen in der Kiste, ne? Irgendwo waren die. Hier. Genau. Mal gleich mal hier unseren Chlorhammer reparieren. Was, das geht gar nicht, oder wie? Oh. Ja, damit nicht. Damit funktioniert's. Alter Schwede, ich wollte hier nur Wasser abkochen, ne? Was passiert? Ferrarleute kommt. Alles klar. Kein Thema. Super, Ferrarleute. Tja, Freunde, aber das sieht man mal wieder, ne? Kann schnell gehen. Wir haben ratzfatz keine Waffenreparatursets mehr. Müssen wir uns auch wieder herstellen. So, den Honig können wir in die Essenskiste packen. Waffenreparaturset. So. Brauchen wir Metallstreifen? Brauchen wir Öl? Weapon Repair. 15 Stück. Zum Glück haben wir noch ein bisschen was von dem Zeug, ne? Zum Glück haben wir den ganzen Dreck gesammelt, kann ich da bloß sagen. Haben wir echt Gas gehabt. Mann, Mann. So. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Brass. Jetzt ist dann hoffentlich Ruhe. Also wenn jetzt nochmal eine Horde kommt, dann sind wir tot. Weil dann ist vorbei, dann haben wir keine Chance mehr, hier irgendwas zu reißen. Dann ist echt mal Feierabend. Dann können wir die Kanaren noch schnell reparieren. Hier oben haben sie keinen Schaden gemacht, ne? Oh. Nee. Hier oben ist alles gut. Da hat's nichts gebraucht. Ja, wo ich da runtergefallen bin, habe ich schon gedacht, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist vorbei, ne? Aber alles nochmal gut gegangen. So, Freunde. Aber hey, ja, ich würde sagen, ich tue mal hier das Dach soweit fertig machen. Wenn irgendwas Spannendes passiert, klar, schalte ich wieder ein, gar kein Thema. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn das Dach hoffentlich dann fertig ist. Ich sage herzlichen Dank an euch fürs Dabeisein hier bei Let's Play 7 Days to Die. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und spannend. Ja, ich denke schon, dass es das war. Zwei Feralhorden sind einfach eine Spur heftig. Ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, macht's es gut.